eine nagelneue Moto Guzzi V7 Mark III Rough. Ein Motorrad mit einer sehr, sehr klassischen Optik. Das liegt nicht nur an den Speichenrädern, das liegt auch daran, dass das Motorkonzept mit dem V-Zweizylindermotor seit den 60er Jahren sich nicht grundlegend mehr geändert hat. Ganz modern hingegen die Vierventiltechnik und eine ganze Menge Elektronik und nützlicher Features. Das heißt, wir haben ABS, wir haben eine Einspritzung, Drei-Wege-Katalysator, alles das bietet die moderne Guzzi von heute. Besonders positiv überrascht hat mich auch der Motor. Obwohl 52 PS nicht mörderviel klingen, hat der enormes Drehmoment und Power, die für alle Fälle ausreicht. Er ist in der Stadt sehr souverän zu fahren und auch auf Touren und über Landstraßen macht es richtig Spaß, mit diesem Motor unterwegs zu sein. Mein Fazit zur V7 Mark III Rough. Sie ist ein wirklich schickes und cooles Bike für die Großstadt. Sie hat aber auch wahnsinnig viele klassische Elemente und liebesvolles Design, wie die runden Instrumente, wie den runden Scheinwerfer und eine tolle Lackierung, die das wirklich zu einer Art Fashion-Statement machen und nicht nur zu einem Motorrad.